Als ich in Moskau war, habe ich von einem Programm gehört. Junge Offiziere. Ausgebildet, um zu verführen und zu manipulieren. Man nannte sie Sparrows, Spatzen. Red Sparrow dreht sich um eine Frau, die gegen ihren Willen zur Agentin ausgebildet wird. Hier werdet ihr zu Sparrows. Ihr werdet in psychologischer Manipulation ausgebildet. Zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Das Drehbuch stammt von Jason Matthews, der lange Zeit ein CIA-Agent war. Der Film beruht auf meinen eigenen Erfahrungen bei der CIA. Wir sehen sehr authentische Vorgehensweisen aus dem Kalten Krieg. Wir wollten, dass die Story realitätsnah ist und die Welt der Spionage so zeigt, wie sie wirklich funktioniert. Die Sparrow-Schule gab es wirklich in den 60ern. Dein jetziges Ich existiert nicht mehr. Ihr Ziel war, die Mädchen zu brechen und sie dann zu Spionen zu machen. Es gibt immer Gerüchte. Ich bin mir sicher, dass es da draußen Sparrows gibt. Die Wahrheit ist, dass Spionage in der Sowjetunion spannend war, was durch den Terror auf den Straßen noch unterstrichen wurde. Und auf die Knie! Red Sparrow, ab 1. März nur im Kino. Hier werdet ihr zu Sparrows, zu Spatzen. Zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Ihr müsst erahnen, was fehlt, zu diesem fehlenden Teil werden, und sie geben euch alles. Zieht eure Kleidung aus. Dein Körper gehört dem Staat. Seit deiner Geburt hat der Staat ihn ernährt. Jetzt verlangt der Staat eine Gegenleistung. Du musst lernen, Opfer für ein höheres Ziel zu bringen. An deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Und vergiss die sentimentale Moral, mit der du erzogen wurdest. Morgen, Mama. Was ist los? Ich muss für eine Weile weggehen. Es ist etwas, das dein Onkel arrangiert hat. Ich werde ab jetzt für uns sorgen können. Das musst du nicht tun. Oh nein, was hast du getan? Es tut mir leid. Ich habe dich immer vor ihm gewarnt. Du musst dir etwas von dir bewahren. Du darfst ihm nicht alles geben. Nur so überlebst du. Ja. Name? Dominika Jegorova. Sind Sie eine Agentin des russischen Nachrichtendienstes? Ja. Sind Sie bereit, für die amerikanische Regierung zu arbeiten? Ja. Und Sie geben uns unverfälschte Informationen. Dominika ist eine spannende Figur. Unglaublich intelligent. Ich werde ab jetzt für uns sorgen können. Das musst du nicht tun. Sie wird gegen ihren Willen in dieses Programm gesteckt und zur Spionin ausgebildet. Dominika, tu es für deine Mutter. Du warst entweder die beste Schülerin, die ich je hatte, oder du bist sehr gefährlich. Sie dreht den Spieß um. Ihr Verstand ist faszinierend. Sie ist jedem 10 Schritte voraus, der sie benutzen will. Aus diesen Momenten schöpft sie ihre Kraft. Du bist ihr Eigentum. Sie werden dich nie gehen lassen. Ich finde einen Weg. Red Sparrow, ab 1. März nur im Kino. Morgen, Mama. Was ist los? Ich muss für eine Weile weggehen. Ich sollte einen Mann in einem Hotel treffen. Sie sagten, es handelt sich um einen Staatsfeind. Zieh dein Kleid aus. Dafür sollte meine Mutter alle Ärzte kriegen, die sie braucht. Sie haben ihm die Kehle durchgeschnitten. Es durfte keine Zeugen geben. Also stellte man mich vor die Wahl zu sterben oder ein
Sparrow zu werden, ein Spatz. Vom heutigen Tag an werdet ihr zu Sparrows. Zu Waffen in einem globalen Wettstreit um Macht. Ihr werdet in psychologischer Manipulation ausgebildet. Lerne, an deine Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Sieht eure Kleidung aus? Wenn wir mit dir fertig sind, existiert dein jetziges Ich nicht mehr. Jeder Mensch ist ein Puzzle aus Bedürfnissen. Werde zu dem fehlenden Teil und sie sagen euch alles. Du hast Talent. Das Talent zu überleben. Das ist das, wozu du geboren wurdest. Es gibt einen Verräter in der Regierung. Sein letzter bekannter Kontakt ist ein Amerikaner. Gewinn sein Vertrauen. Habe ich Sie nicht gestern im Schwimmbad gesehen? Heißt das, wir werden Freunde? Würden Sie das wollen? Sie ist ein Sparrow. Sie existieren nur, weil die Sie brauchen. Arbeiten Sie mit mir und lassen Sie diese Männer bezahlen. Sie sind darin besser als alle anderen. Ihr einziges Problem ist, Sie haben eine Seele. Wir können kein Wort glauben, das aus Ihrem Mund kommt. Es gibt noch was, das wir nicht sehen. Wenn man sie enttarnt, wird sie eliminiert. Was hast du getan? Du bist ihr Eigentum. Sie werden dich nie gehen lassen. Ich finde einen Weg. Red Sparrow. Ab 1. März nur im Kino.